Liebe Rollstuhl Basketballfreunde, willkommen hier aus Hamburg an meiner Seite. Frau Patzwald, gut aussehend, sympathisch, nett wie immer. Und in ihr nichts nachstehend, Maja Lindholm. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja, ich hatte ja schon eure Kolleginnen interviewt, beziehungsweise auch den Kai. Deswegen habe ich mir was Spezielles für euch überlegt. Also ihr braucht jetzt keine Angst haben vor Wahrheit oder Pflicht, sondern ich werfe euch jetzt einfach nur die Namen eurer Gegnerinnen zu und ihr erzählt mir sofort, was euch einfällt, wer die Starspielerinnen sind und was ihr erwartet von den kommenden Gegnern. China. Eine Mannschaft, die gerade am Aufstreben ist. Frau Patzwald, du weißt schon, dass wir vor dem Interview gesagt haben, dass du dich ruhig ein bisschen länger fassen kannst. Aber es reicht, deswegen spiele ich den Ball gleich zurück an Maja. Maja, Argentinien. Underdog, würde ich mal sagen. Ehrlich gesagt kenne ich die Spielerin gar nicht, wobei man ja sagen muss, dass man eigentlich gar keine Spieler kennt, weil fast noch keine Mannschaft überhaupt nominiert hat. Deswegen kann man eigentlich wenig Aussagen treffen. Frau Patzwald, hast du jetzt schon auf meinen Zettel geguckt? Dann nehme ich jetzt mal keinen aus der Gruppe B, auf den du dich hättest vorbereiten können, sondern aus der Gruppe A, Kanada. Eine sehr neue Mannschaft mit vielen neuen Spielern. Ja, es gibt noch alte Spieler, die da drin sind und auch recht gut sind. Die werden schon ihr Ding machen da. USA. Umbruch, definitiv Umbruch. Wer die Starspielerin war, natürlich, die uns da im Finale ein paar Dinger um die Ohren geworfen hat, die ist jetzt nicht mehr dabei. So, das ist eigentlich die Hauptsache. Nee, also junges, neues, dynamisches Team, was sicherlich für Überraschungen zu haben ist, die man nicht unterschätzen darf. Du bekommst jetzt nicht Algerien von mir, sondern Niederlande. Eine sehr starke Mannschaft mit sehr wenig Umbruch. Wir haben die letzten Jahre immer ein gutes Turnier gespielt. Ins Finale sind sie ganz oft gekommen, aber so das letzte Quäntchen Glück hat ihnen doch meist gefehlt. Danke dafür. GB, Großbritannien, für die Nicht-Rollstuhl-Basketball-Affinen. Gut. Gut. Haben auf jeden Fall den Vorteil, dass sie jetzt das ganze Jahr zusammen trainiert haben. Das ist uns auf jeden Fall ein Riesenfortschritt sozusagen zuvor, oder wie man sagt. Williams, Helen Freeman, Jude Hamer, also da sind schon viele Spielerinnen, die auch schon viel Erfahrung auch in Paralympics gesammelt haben oder in vielen Turnieren und sicherlich jetzt ziemlich zusammengewachsen sind, vor dem man sich wirklich warm anziehen muss. Genau, so. Brasilien? Hat diesmal keinen Heimvorteil. eine Mannschaft, die sehr körperbetont spielt, aber zu schlagen ist. Ja, ich bin ja am Überlegen, wem ich jetzt Algerien aufs Auge drücke, aber hier gibt es ja noch ein paar andere Teams, Australien. Australien sehr, sehr physisch. Also eine Mannschaft, die uns immer gerne gepresst hat, wo wir auch eine Zeit lang wirklich Schwierigkeiten hatten, was uns in der Vorbereitung aber immer sehr viel geholfen hat, da auch gegen anzugehen. Amber Merritt, eine gute Spielerin, Kobe Crispin, auch welche, die schon länger dabei sind, die auf jeden Fall da so die Scorer sind. Auch gut. Spanien? Auch eine sehr physische Mannschaft, jetzt kommen die ganzen physischen Mannschaften. Spanien bin ich nächste Woche, aber in der Euroleague. Hat jetzt damit so gar nichts zu tun, aber egal. Genau, ist Spanien. Ich habe jetzt keine Namen für dich. Alles fein. Wen habe ich noch? Frankreich. Ja, Frankreich ist immer was Besonderes. Also
ein sehr sympathisches Team. Es macht wirklich immer Spaß, gegen sie zu spielen, weil es sehr fair auch ist. Wo man sich schon auch anstrengen muss. Also das ist jetzt kein Spiel, wo man sagt, jo, die haben wir locker im Sack. Also da muss man schon auch Gas geben. So ist es nicht. Also, aber es macht immer sehr Spaß, gegen sie zu spielen. Ja, ich schaue gerade mal auf meinen Zettel. Dann bleibt leider für dich nur noch, und das meine ich jetzt gar nicht despektierlich oder sonst was, in Richtung Algerien, sondern ich könnte mir halt vorstellen, dass man über die Mannschaft relativ wenig weiß. Von daher, Frau Patzwald, Algerien. Underdog. ich habe da gerade nicht wirklich eine Idee zu. Wir werden auf sie treffen. Okay, dann vielleicht Abschlussworte von euch nochmal. Was wünscht ihr euch von der Rollstuhlbasketball-Weltmeisterschaft in Hamburg persönlich und natürlich auch sportlich? Ja, persönlich wünsche ich mir natürlich, dass ganz viele Menschen in die Halle kommen, ganz viele Menschen sich für den Rollstuhlbasketball begeistern, auch regelmäßig zum Rollstuhlbasketball kommen, dass es nicht nur so ein Hype ist, sondern dass es auch wirklich mal eine anhaltende Welle sozusagen ist oder eher eine Flut dann. dass man viele Menschen begeistern kann, dass dieser Inklusionsgedanke doch auch nochmal in die Stadt und in die Welt getragen wird, weil ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit auf jeden Fall. Und sportlich wünsche ich natürlich, ja, dass wir gute Spiele spielen, dass wir als Team gemeinsam wachsen. Wir wissen, die WM ist auch nur ein Schritt Richtung Tokio. Deswegen sehen wir das natürlich als einen Zwischenschritt, den wir möglichst gut bewältigen wollen. Und ganz viel Spaß auch bei der Sache. Keine Verletzungen, das sind natürlich auch Sachen, die wir uns wünschen. Dann danke für die Worte. Deine Schlussansage? Maya hat das schon so gut gesagt, dass ich da eigentlich nicht unbedingt was dazu tun kann, weil sie hat das so rund gesagt, das lassen wir so stehen. Das war clever gemacht, Anne. Trotzdem vielen Dank für deine Zeit, dass du hergekommen bist hier auf die tolle Couch. Maya, auch an deine Stelle, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und ihr freut euch hoffentlich zu Hause genauso auf die Weltmeisterschaft wie wir drei hier auf dem tollen Sofa in Hamburg. Bleibt gesund, bis dann. Ciao.